Heute ist der 18.07.2020. Ihr seht unsere kleine Zuchtvoliere, die oberhalb vom Zuchtschlag steht. Die Tauben laufen hier über eine Hühnerleiter nach oben. Können dann da in den Zuchtschlag. In die Zuchtvoliere, so, Entschuldigung. Beziehungsweise zurück in den Zuchtschlag. Vor kurzem haben wir die ganze Geschichte mit Holzrosten noch ausgelegt und haben den Draht rausgenommen, der vorher drin war. Und wie ihr seht, obwohl die Voliere sehr klein ist, habe ich großen Wert darauf gelegt, dass sehr viele Sitzplätze vorhanden sind, auf denen auch gut getreten werden kann. Also es sind nicht einfach nur Sitzplätze, sondern sie sind breit und auch die Bretter sind nicht sehr schmal, sondern so, dass die Tauben sich gut drauf bewegen können. Das Ganze ist in U-Form angebracht. Vorne kann man reinkrabbeln, wenn das notwendig ist, zum Reinigen oder für Reparaturen. Und die anderen drei Ecken sind miteinander verbunden. Also bei den Sitzplätzen jetzt. Und da können die Tauben dann jeder sich seinen Platz nehmen. Gehen wir ein bisschen tiefer eben. Bin hier auf der Treppe. Da laufen sie dann rein und raus. Den Ein- und Ausgang habe ich bewusst sehr breit angelegt, damit sich nicht ein Vogel davor setzt und dann keiner mehr da durchkommt. Und auch der Gang nach unten, da gibt es also zwei Wege, nicht nur einen, aus demselben Grund. So, und da unten geht es dann in den Zuchtschlag rein. Ich schwenke mal eben rum. Dann ist hier die Voliere vom Witwerschlag. Der Ausflug wird momentan nicht genutzt, der hintere. Und hier ist der Einflug der Witwer mit dem Witwerschlag. Größer kann ich es leider im Moment nicht stellen. Den Witwerschlag werde ich sicherlich noch aus einer Perspektive mal aufnehmen. So, einen schönen Tag wünsche ich noch. Tschüss.